Hallöchen, ich bin Anita Ableidinger. Hallo zu Krone Hit Trial Tuesday. Immer dienstags versuche ich verschiedene Hacks aus. Also ich probiere die aus, ich sehe so Videos im Internet und denke, okay, das will ich mal schauen, ob das auch in echt so geht. Wie zum Beispiel diese Nutella Lasagne. Schaut voll süß, es schaut aus wie so eine Kindergeburtstagstorte. Ohne Backen, einfach nur kühl stellen und hat 5 Minuten gedauert. Los geht's, ich zeig dir, wie es geht. Zuerst legst du die Biskotten einfach hier in die vorbereitete Schüssel. Dann brauchst du Schlagobers, dann machst du vorher auch immer diesen Test. Dann packst du hier Schlagobers drauf. Oh, es klebt doch ein bisschen sehr. In dem Video schaut das so easy going aus. Na toll, jetzt ist wieder alles durcheinander. So. Und dann kommt der beste Part. Ich liebe Himbeeren. Jetzt einfach unsere Nutella-Lasagne mit Himbeeren und auch mit Erdbeeren belegen. Wie so eine Pizza irgendwie auch. Das schaut echt so aus, als wäre ich in so einem richtigen Kochstudio. Jetzt kommt das Wichtigste, und zwar da, Nutella. Ich finde, das Schönste beim Nutella ist, wenn du es halt aufmachst und dann... Ah, das riecht auch immer so gut, wenn du das öffnest. Und jetzt machen wir hier dann... Also in dem Video schaut das mega cool aus, weil sie das einfach so drüber macht. Bei mir kommt irgendwie überhaupt nichts runter. Ich habe Angst. Warte, ist das normal so? Schau mal. Zweihändig. Okay, ich glaube, sie entweder hat sie es erhitzt oder so, das sagt sie aber im Video nicht. Danke für diese Information. Hauptsache, alles in ihrem Video schaut toll aus. Gut, also wie schaut das halt voll professionell aus, bei uns schaut es halt, ist es halt auch da. Und jetzt brauchen wir Biskuit und dafür machst du dir entweder einen Biskuitteig oder du machst es halt so professionell wie ich und nimmst dir einfach so eine Biskuitroulade und rollst sie hier einfach mal so, rollst sie halt hier einfach so aus. Und wir brauchen jetzt so einzelne Teile. Eigentlich brauchen wir das Nutella, brauchen wir die Marmelade gar nicht. Die lassen wir jetzt einfach dabei, dann wird es ein bisschen saftiger. Meine Freundin würde sagen, Maita, der Biskuitteig geht eh so schnell. Aber es ist halt viel schneller, als es einfach zu kaufen. Und dann schneiden wir das einfach in Stücke und legen das hier einfach so oben drauf. Ich glaube, wir müssen das vertuschen mit ganz viel Schlagobers, den wir jetzt einfach nochmal draufpacken. Jetzt kommt wieder der beste Part, und zwar, tada! Also all meine Kochvideos sind irgendwie so Kochen und Backen mit Kindern. Und wir pimpen die ganze Sache, nachdem die jetzt auf der Coolness-Skala so im mittleren Bereich ist. Hier noch mit so Mini-Marshmallows. Das sieht aus wie so eine Torte. Und ich meine, das kann man ja auch super easy dann noch mitnehmen zu Freunden. Damit es auch ein bisschen bunter wird. Ich liebe M&M's und Smarties. Jetzt schaut es wirklich aus wie so eine Kindergeburtstagstorte. Fertig! Nutella, Marshmallows, Biskotten, Biskuitteig, alles dabei. Mmh. Mmh. Voll gut. Also ich glaube, es ist der erste Kuchen, den ich mir irgendwie hinbekommen habe. Schreibt mir unbedingt, ob es dir gefallen hat oder nicht. Habe ich hier noch irgendwo was da? Nein, okay. Ich fühle mich so, als hätte ich jetzt gerade überall Nutella. Schade. Wir machen auf jeden Fall noch mehr Hack-Videos, immer dienstags bei Krone Trial Tuesday. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis bald. Tschüss. Klick am besten da, damit du uns abonnierst und kein weiteres Video verpasst. Und hier kommst du einfach zu einem nächsten Krone Trial Tuesday Video. Bis bald. Tschüss.